das Design dieser Inosferese-Studie, wie wir das Verfahren nennen, und diese Studie, sind also praktisch 1260 Patienten. Das läuft ständig weiter, wir sind schon bei 1300 Patienten. Die Studie ist Open-End, das heißt also, jeder Patient, den wir behandeln, kommt so, wie er kommt. Damit schalten wir einen wichtigen systemischen Fehler aus, den andere Studien haben, dass sie nämlich hergehen, vorher schon eingrenzen nach Auswahlkriterien. Wenn Sie das machen, haben Sie schon den ersten Systemfehler drin, das heißt, Ihr Fehler, den Sie dann drin haben, wirkt sich auf Ihr Ergebnis aus. Ich nehme die Patienten so, wie sie sind. Und dass das ein richtiges Konzept ist, hat sich also jetzt auch gezeigt. Das heißt, also die 1260 Patienten, die wir in den letzten 10 Jahren erfasst haben, waren alles Patienten gewesen, die im Übrigen als Ultima Ratio gekommen sind. Das heißt also, diese Menschen haben das gesamte Gesundheitswesen schon durchlaufen. Die Zahlen zeigen ja, wie erschütternd das ist, was also die westlichen Gesundheitssysteme produzieren. Die Patienten kommen mehr tot als lebendig bei uns an. Ultima Ratio heißt, dass ich einen Arztbrief finde, der Patient ist ausbehandelt. Wenn Sie es dann aufgliedern, dann haben Sie mindestens 2, 3 MRTs, sicherlich MRTs. Im Schnitt finden wir, dass die Patienten etwa 34 Fachärzte gesehen haben im Laufe der Zeit. 34 Fachärzte, sogar mehrere Heilpraktiker haben, der Spitzenstand steht bei 5 Heilpraktikern und 153 gesehenen Ärzten in einem Zeitraum von 10 Jahren. Das ist alles bezahlt worden. Ja. Also, was wir hier so haben, nicht, das kennen Sie alle, Chemikaliensensibilität, Erschöpfungssyndrom, Neurotoxisyndrom wird immer mehr, Schwermetallbelastung, Autoimmunerkrankung, diese ganze Palette hier, Darmerkrankung, auch natürlich der Schwerpunkt liegt bei uns bei der Borreliose. Und das ist also praktisch der Hintergrund, das heißt, die Patienten kommen, weil keiner mehr helfen kann. Die Apherese ist hier für Sie der Endpunkt einer langen Behandlungsweg. Das heißt, diese Studie hat auch den Charakter einer Endpunktstudie. Das ist also auch besonders spannend. Sie werden, und das ist das Entscheidende, in der Umweltmedizin bisher keine Endpunktstudie finden. Das ist die erste.